Lichtgefährte, Lichtbruder, ich bin das nicht, was du hier siehst. Ich bin nicht dieser Körper. Schau über mich hinaus. Schau über dich hinaus. Schau über diese Welt hinaus. Das, was du hier siehst, spielt keine Rolle. Heute wird uns gesagt, dass der Körper ein ganz und gar neutrales Ding ist. Ganz und gar. Ausnahmslos. Möge ich ihn nur als Mittel nutzen, im Sinne Gottes selbst. Als Sprachrohr für Gott. Als Kommunikationsmittel. So wie Gott will. Weil ich bin sein Wille. Also muss ich verlernen, ihn weiterhin so zu benutzen, wie ich ihn bisher benutzt habe. Missbräuchlich oft, ne? Mich da jetzt frei zu lassen, mich in Ruhe zu lassen. Der Körper ist nur eine Hülle, wird irgendwann nicht mehr gebraucht. Und die Hülle erscheint jetzt scheinbar hier vor deinen Augen in Körperform, nur um dir zu zeigen, dass du das nicht bist, nur um dir zu sagen, dass Gott und nur Gott ist und du sein Sohn bist, dass wir uns nur als Geist an ihn erinnern, dass wir nur Geist sind, dass du hier nur Träumer bist. Und dass der Ruf uns gegeben ist, aus diesem Traum zu erwachen. Damit ich mich selbst erwache, erwecke. Ich tue das alles für mich, für den einen. Da gibt es kein Du und ich. Dass alles erwachen möge, weil alles Teil von mir ist. Nur dafür nutze ich den Körper. Ein bisschen spiele ich noch damit rum, um ein schönes Bild abzugeben. Okay, aber es wird immer weniger. Die Bedeutung nimmt immer mehr ab. Körper scheinen zu kommen und scheinen auch zu gehen und können auch ganz plötzlich gehen, ne? Kaum da schon wieder weg. Oder scheinbar noch nicht mal lebend geboren. Weil das hier nur eine Spielerei ist. Das ist nicht das ewige Leben. Hier diese Neutralität, hier diese Gegensätzlichkeit, hier das dieses Non-Duale, was ich vergessen habe, was das ist.
Ich habe hier nur Gegensätzlichkeiten, nur duales Denken. Immer wieder habe ich ein Gegenüber. Ich habe vergessen, was es heißt, mich non-dual auszurichten, eins gesinnt über diesen Körper hinaus. Mich nur für Gott auszurichten. Heiliger Geist, der ich bin, die Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist, vereinigt sich in einem, ein Geist, im Geiste Gottes. Das bin ich, mächtiger Geist, Mitschöpfer des gesamten Universums und darüber hinaus, grenzenlos. Mögen alle Bilder und Vorstellungen vergehen, weil das hält mich begrenzt. Das lenkt mich immer wieder ab. Mein Körper ist ein ganz und gar neutrales Ding. Möge ich einfach okay damit sein. Aber diese Überbewertung aufgeben. Diesem mächtigen, urmächtigen Glauben, dass ich das bin. Hab mich festgenagelt auf dieses Bild, auf diesen Körper. So schnell kann er vergehen. Ich will das nicht akzeptieren. Es gibt immer noch einen Teil in mir, der will das nicht akzeptieren. Mir wird ja doch was genommen. Ganz plötzlich. Ja, wie brutal kann dieser Traum sein? Wir alle kennen diese Schreckensgeschichten. Traum des Schreckens, Albtraum. Naja, aber darum geht es eben nicht mehr. Das ist ja das, was mich immer scheinbar lebendig gehalten hat. Ne? Immer wieder in Wallung mich bringen durch Geschichten und Bilder. Das hat hohes Suchtpotenzial. Und dem sind wir alle verfallen. Wenn ich das in mir sehe, ist es auch in dir, weil du Teil von mir bist. Es ist alles eins. Ein Ego-Geist, ein Ego-Denksystem, ein Angstgedanke, der sich eben in diesem Körpertraum manifestiert hat. Und das jetzt bleiben zu lassen, mich zu erheben. Hey, ich bin Geist, im Geiste Gottes. Ich bin das nicht. Ich bin hier nur eine Traumfigur. Und jetzt will ich diese Figur im Sinne des Vaters nutzen, nur Kanal für Gott sein.
nichts anderes. Und was sehe ich dann durch meinen Heiligen Geist? Ein Geist, ein Freund. Da kann es keinen Feind geben. Keinen Angriff, keinen Konflikt. Erhebe dich und du siehst das ganz klar. Du verstehst mich ja jetzt auch ganz genau. Also muss ich lernen, mich zu beobachten, wie es sein kann, wenn ich scheinbar nicht jetzt genau hier bin, im Gottesdienst, dass ich da das Gefühl habe, ich purzel dann wieder heraus, sobald ich alleine bin. Unmöglich. Welche Gedanken tauchen da auf? Das ist ja mein Lernen, dass ich mich dann schon wieder getrennt fühle. Und da geduldig mit dir zu sein, weil es so viele dissoziative Gedanken sind. Ich bekomme die gar nicht mit, wie unterschwellig die wirken, wie unbewusst die da herumwabern. Es wird mir gezeigt. Ich bin bereit, es mir zeigen zu lassen. Bleib in dieser Bereitwilligkeit. Geh weiter. Es wird dir Schritt für Schritt gezeigt. Scheinbar erfahre ich hier ein schrittweises Lernen und damit okay zu sein. Und sich nicht immer wieder in Fragen zu verlaufen, sich zu hinterfragen. Sondern dankbar zu sein. Hey, wow, wie wunderbar, wie herrlich ist das, zu sehen, was möglich ist, wie sich der Geist mehr und mehr öffnet. Die Reinigung im vollen Gange ist, Vollwaschgang. Und dann kommt jetzt immer wieder noch Weichspüler hinein, damit ich erweiche, sanft bin mit mir selbst. Und den Körper in Frieden lasse, in Ruhe lasse, einfach lieben, was ist. Alles. Der Körper ist ein ganz und gar neutrales Ding. Genauso wie dieser Tisch, diese Tasse, dieses Buch, dieser PC. Ich darf aber alles nutzen im Sinne Gottes. Es sind alles Mittel. Also lass dich nicht mehr von deinem alten Denken erschlagen über dich, wie schwer es doch ist, wie mühsam. Das sind alles keine liebevollen Gedanken. Und das bleiben zu lassen. Tritt zurück, immer wieder neu. Immer wieder neu. Immer wieder Neustart. Und lass kein Urteil mehr zu. Es ist nur ein Beobachten, urteilsfrei. Du kannst machen, was du willst. Du bist total frei. Du bist total frei. Freier geht's nicht.
In Gott bist du total frei. Freier Wille, nutze ihn nur für Gott. Mein altes Denken hält mich hier in den Körper, im Körper gefangen. Des Egos zu Hause. Und dann bin ich meinem Eigenwillen unterlegen, die sich dann in Form von Emotionen, Gefühlsduseleien, Dramen und so weiter abspielen. Und das erschlägt mich förmlich. Und dann bin ich irgendwann erschöpft. Muss mich immer wieder hinlegen. Mich immer wieder zurückziehen. Und das ist nicht der Wille Gottes. Es ist nur hinschauen. Ohne Bewertung im Grunde, sondern es geht nur darum, dich jetzt neu auszurichten. Was willst du? Körper oder Geist? Gottes Geist, mein mächtiger Geist, kann sich nicht mit dem Körper vereinigen. Lange haben wir das geglaubt, ne? Körper, Geist und Seele. Das war aber immer der Ego-Geist, ne? Und da dieses alte Denken loszulassen. Ich bin nur Geist im Geiste Gottes. Ich bin nicht dieser Körper. Und nutze ihn, solange ich mich hier als Körper wahrnehme. Ich bin ein Sohn Gottes, gleich der erste Satz. Und nicht dieser Körper. Kann ich auch etwas anderes sein? Hat Gott das Sterbliche und das Verwesliche erschaffen? Das kennst du. Das kennst du nur, oder das kennen wir nur, weil wir uns mit dem Körper identifiziert haben. Mein wahrer Geist ist nicht sterblich und verweslich. Naja, und dadurch, dass ich mich so geirrt habe, dass ich so mit den Körperaugen schaue, ist das schmerzlich anzusehen, wie der Körper verfällt, alt wird, welk wird. Krank scheint. Aber ich, was ist meine Aufgabe? Darüber hinauszugehen, mich davon eben nicht mehr schrecken zu lassen. Ich bin ausgerichtet, geradewegs zu Gott, über Zeit und Raum. Diese Linie verlassen wir doch. Es geht nur noch hin zur Auferstehung. Das heißt erheben, sich erhellen. Das Sterbliche, das Verwesliche, Krankheit, Leid. Es sollte mich immer weniger schrecken.
So schnell falle ich ins Mitleid, sobald ich das erfahre, sobald ich das im Außen sehe. Ich weiß gar nicht, was wirklich Mitgefühl ist. Das wahre Mitgefühl mit Gott ist, dass ich die heilige Sicht mit Augen der Vergebung segnend auf alles hier schaue. Offenen Geistes, handreichend. Einfach da sein. Wirklich sein. Voll und ganz da, obwohl es außerhalb von Zeit und Raum, außerhalb von diesem Körper ist. Welche Verwendung hat Gottes geliebter Sohn für das, was sterben muss? Welche Verwendung? Schon so uralt. Das alte Rad von Leben und Tod dreht sich in diesem Traum scheinbar immer weiter. Teufelskreis. Ego-Kreislauf. Das ist nicht der Wille Gottes. Wie komme ich da raus? Erhebe dich. Schau mit Gott. Erlöse dich. Das ist die Erlösung. Sich selbst aus diesem Traum zu erheben. Auferstehung jetzt. Christusgeist. Mächtiger Geist. Gottes Wille sein. Du bist sein Sohn. Du kannst nicht sein Sohn sein wollen. Dann bin ich immer gegen mich. Und das ist ja das, was ich hier erfahre. Da ist immer irgendwo Widerstand. Immer irgendwie eine Abwehr. Und doch sieht ein neutrales Ding den Tod nicht, denn Gedanken der Angst sind dort nicht investiert und eine Farce der Liebe ist ihm nicht gegeben. Der Körper kann nicht leben, der Körper kann nicht sterben, er ist ein ganz und gar neutrales Ding. Ich habe ihm diesen Namen gegeben, Liebender, Liebende zu sein oder Zerstörer zu sein, Angreifer. Sind ja viele Namen. Das alles bin ich nicht. Ich bin Geist im Geiste Gottes und kann den Tod in Wahrheit nicht sehen. Nichts kann mich bedrohen, nichts kann mich angreifen. Ich kann den Tod nur sehen, wenn ich mich mit meinem alten Denksystem identifiziert habe, wenn ich
glaube, dass ich dieser Körper bin. Eben Körpergedanken hege. Mit Lust und Leid und Tralala. Seine Neutralität schützt es, solange es von Nutzen ist. Ich bin ein ganz und gar neutrales Ding. Dieses Ding hier, diese Hülle. Es dient mir einfach nur zum Besten. Und irgendwann hat es ausgedient. Irgendwann ist aus die Maus. Um endlich in meine wahre Größe zu kommen, du hast ja keine Ahnung, was ist. Ich hab's genauso wenig. Aber ich will mich schulen und lernen, was es heißt, mit Gott im Geist unterwegs zu sein. Weil diese scheinbare Liebes-Hass-Beziehung, diese Gegensätzlichkeiten, Ego-Gott und so weiter, Licht-Dunkel, weil das nicht sein kann. Dieses Hin und Her und Her und Hin kann nicht sein. Es wirft mich früher oder später immer in den Unfrieden. Das heißt, ich erfahre hier nur einen Scheinfrieden. Das kann nicht sein. Ich bin nicht gekommen, um zu leiden. Also muss ich es bleiben lassen. Auch wenn scheinbar Leid von Anfang an, schon im scheinbaren Mutterleib, erfahren wurde. Der größte Missbrauch. Oder größte Krieg oder was auch immer. Der Schmerz ist immer der gleiche. Glaub ja nicht, dass du einen größeren Schmerz hast, nur weil du vielleicht dieses oder jenes erlebt hast, was ja keiner erlebt hat. Das ist nur deine Geschichte, deine Besonderheit. Lass es sein. Lass es sein. Das ist immer nur Autoritätskonflikt, ne? Wir sind das nicht. Des Körpers Neutralität schützt, solange es von Nutzen ist. Und danach, wenn es keinen Zweck mehr hat, wird es weggelegt. Die Hülle wird abgestreift. So wie bei einem Kokon. Was kann dabei herauskommen? Weißt du's? Was passiert, wenn die Raupe den Kokon verlässt? Weiß sie es, was dabei herauskommt, wenn sie sich da durch diese Enge zwängt? Aber es ist ein natürlicher Vorgang, ne?
geschieht eben. Es geschieht ohne Unterlass. Glaubst du, dass die Raupe das kontrollieren will? Bestimmen will, was aus ihr wird? Ja, aber das genau ist unser Dilemma. Ich will alles wissen. Zwangsgesteuert, wie wir sind. Ich muss das alles unter Kontrolle haben. Ich vertraue der Natürlichkeit nicht. Ich vertraue der Einfachheit nicht. Dem geschehen lassen. Dem sich führen lassen. Und es geschieht dennoch. Es geschieht doch dennoch. Du wirst dennoch die Hülle verlassen. Also, was soll all dies abwehren? Ein scheinbares Leben lang. Scheinbar gibt es Brüder, gibt es Teile in mir, die immer nur gegen sich waren. Bis zum letzten Atemzug auch noch damit recht haben wollten. Willst du das? Ich will das nicht. Ich will mit lächelndem Geist, ich will diesen lächelnden Geist erfahren und damit gehen. Also entspannt die Hüllen fallen lassen. Ich bin nur Geist. Es geschieht überhaupt nichts. Aber manche meinen, dann geht die Welt unter. Verlieren Halt und Boden, wenn da scheinbar jemand geht. Das kann nicht sein. Dafür bin ich nicht hier. Es ist nicht krank, noch alt oder verletzt. Es ist lediglich funktionslos, unnötig und wird abgestreift. Lass es mich heute nicht als mehr denn dieses sehen, für eine Weile nützlich und zum Dienen tauglich, um seine Nützlichkeit so lange zu bewahren, als es dienen kann, und dann durch Besseres ersetzt zu werden. Mein Körper, geliebter Vater, kann nicht dein Sohn sein. Das, was du hier siehst, kann nicht der Sohn Gottes sein. Solange du mich auf den Körper reduzierst oder dich selbst oder all deine Anteile, sind wir nicht in der Sohnschaft. Dann bin ich ja auf einer anderen Ebene unterwegs und kann Sohnschaft in dem Sinne gar nicht denken. Dann sehe ich ja wieder diese getrennten Teile, ne? Diese Fragmentierung, die es in Gott nicht gibt. Ich bin reiner Geist, ganz geheilt.
geheiligt, vollkommen. Alles ist bereits vergeben, vergessen und erlöst. Es ist überhaupt nichts los in Gott, in deinem wahren Geist. Da ist nur Ruhe und Frieden. Klingt wie tote Hose, ist aber so lieblich und herrlich. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es nur sein. Und es jetzt zu sein, weil ich jetzt Geist bin. Nur Kanal für Gott. Nur deshalb bin ich hier. Ich bin aber kein Strohhalm, an dem man sich klammern muss. Ich bin Geist wie du, eins mit dir. Eins gesinnt. Mein Körpervater kann nicht ein Sohn sein. Und das, was nicht erschaffen ist, kann weder sündig sein noch ohne Sünde, weder gut noch schlecht. Es gibt in Wahrheit keine Neutralität. Das impliziert ja immer das Gegenteil. Wenn da was Gutes ist, muss es da was Schlechtes geben. Wenn das schön ist, muss es auch was Unschönes geben. Das sind ja immer all meine Beurteilungen. Das ist aber all das alte Lernen und ich muss lernen, es neu zu sehen. Ich habe in Wahrheit gar keine Ahnung, was es heißt. Schönheit, Vollkommenheit. Ich sehe das ja oder höre das ja immer noch mit meinem alten Denken oder will es immer noch pudern mit meinem alten Denken. Mich da so zu befreien, so weit zurückzutreten, dass ich erstmal überhaupt keine Ahnung habe, was Vollkommenheit ist, was geistige Schönheit ist, was Ganzheit ist, was Heiligkeit ist. Und mein kleines Denken versucht sich das immer irgendwie vorzustellen. Und dann bin ich schon wieder, nur im Traum, ne? Träumt sich da was vom Himmel? Ich täusche mich. So lass mich diesen Traum dazu verwenden, deinem Plan, Vater, zu helfen, damit wir aus allen Träumen, die wir gemacht haben, erwachen. Lass mich genau diesen Traum, diesen Moment nutzen für unser Erwachen, für mein Erwachen, was unser Erwachen ist. Ich bin der Erlöser. Ahnungslos, wie ich bin.
Mein Körper ist ein ganz und gar neutrales Ding. Ein Mittel für Gott. Nur damit ich mich erinnere. Und somit wir alle. Dass wir Sohn Gottes im Geiste Gottes sind. Ewige Liebe. Nur Liebe. Und nur das habe ich zu geben. Amen. Mein Körper ist ein ganz und gar neutrales Ding. Ich bin ein Sohn Gottes. Kann ich auch etwas anderes sein? Hat Gott das Sterbliche und das Verwesliche erschaffen? Welche Verwendung hat Gottes geliebter Sohn für das, was sterben muss? Und doch sieht ein neutrales Ding den Tod nicht. Denn Gedanken der Angst sind dort nicht investiert und eine Phase der Liebe ist ihm nicht gegeben. Seine Neutralität schützt es, solange es von Nutzen ist. Und danach, wenn es keinen Zweck mehr hat, wird es weggelegt. Es ist nicht krank, noch alt oder verletzt. Es ist lediglich funktionslos, unnötig und wird abgestreift. Lass es mich heute nicht mehr, denn dieses Sehen für eine Weile nützlich und zum Dienen tauglich, um seine Nützlichkeit so lange zu bewahren, als es dienen kann und dann durch Besseres ersetzt werden. Mein Körper
geliebter Vater, kann nicht dein Sohn sein. Und das, was nicht erschaffen ist, kann weder sündig sein, noch ohne Sünde, weder gut noch schlecht. So lass mich diesen Traum dazu verwenden, deinem Plan zu helfen, damit wir aus allen Träumen, die wir gemacht haben, erwachen. Erwachen, erlösen, auferstehen, im Lichte, in der Liebe, in Gottes Herz. Amen. Mein Körper ist ein ganz und gar neutrales Ding. Amen. Mein Körper ist ein ganz und gar neutrales Ding. Ich bin ein Sohn Gottes. Kann ich auch etwas anderes sein? Hat Gott das Sterbliche und das Verwesene erschaffen? Welche Verwendung hat Gottes geliebter Sohn für das, was sterben muss? Und doch sieht ein neutrales Ding den Tod nicht, denn Gedanken der Angst sind dort nicht investiert und eine Farce der Liebe ist ihm nicht gegeben. Seine Neutralität schützt es, solange es von Nutzen ist. Und danach, wenn es keinen Zweck mehr hat, wird es weggelegt. Es ist nicht krank noch alt oder verletzt. Es ist lediglich funktionslos, unnötig und wird abgestreift. Lass es mich heute nicht mehr, denn dieses sehen. Für eine Weile nützlich und zum Dienen tauglich, um seine Nützlichkeit so lange zu bewahren, als es dienen kann. Und dann durch Besseres ersetzt zu werden. Mein Körper, Vater, kann nicht dein Sohn sein. Und das, was nicht erschaffen ist, kann weder sündig sein, noch ohne Sünde, weder gut noch schlecht. So lass mich diesen Traum dazu verwenden, deinen Plan zu helfen, damit wir aus allen Träumen, die wir gemacht haben, erwachen. Mein Körper ist ein ganz und gar neutrales Ding. Amen.
Der Körper unterstützt mich im geistigen Erwachen. Also bietet mir eine Möglichkeit an. Und nur dieses Erwachen, dazu benötige ich diesen Körper in dieser Funktion. Dessen bin ich mir mehr und mehr bewusster. Somit werde ich auch diese Identifikation aufgeben, einfach sein lassen. Ohne Bedeutung sehen, ob dies oder jenes sich gut anfühlt in meinem Körper. Ich werde einfach lieben. Wahrhaftig einfach lieben. Mein Körper ist ein ganz und gar neutrales Ding. Amen. Hey, freu dich. Du bist kein Körper, du bist frei. Ewig frei. So frei. Genieße deine Freiheit. Freudentänzer. Unerschöpflich. Also danke ich dir ewiglich. Mächtiger Gefährte. Ein mächtiger Wegweiser. Danke, danke. Bis gleich.